Seine Modelle sind aus der Weiterbildungsbranche nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Friedemann Schulz von Thun, der unter anderem das Kommunikationsquadrat und das innere Team erfunden hat. Für diese Leistungen wird der Kommunikationspsychologe mit dem Life Achievement Award der Weiterbildungsbranche ausgezeichnet. Managerseminare hat ihn in Hamburg zum Interview getroffen. Also, ich habe ja mit meiner Arbeit, die hier auf dem Mutterboden der Universität gewachsen ist, schon dazu beigetragen, das Thema Kommunikation unterrichts- und trainingsfähig zu machen hierzulande. Und maßgeblich auf das Denken und auf die Konzeption eingewirkt. Insofern finde ich schon, ein bisschen verdient ist es in der Tat, das Kommunikationsquadrat, dass wir einen vierdimensionalen Raum aufspannen, sobald wir kommunizieren und in diesem Raum einigermaßen locker spazieren gehen, aber uns darin auch kläglich verirren können und dass es dann gut ist, Karte und Kompass dabei zu haben, wenn man dabei ist, sich zu verirren oder sich bereits verirrt hat. Und das ist ja hierzulande fast zur Allgemeinbildung geworden ein bisschen. Also meine Kinder müssen das in der Schule lernen, was ich auch gut finde. Und insofern wird oft gefragt, Schulz von Thun, lebt der eigentlich noch? Weil normalerweise die Klassiker, die man in der Schule liest, die sind längst tot, Goethe und Schiller. Aber tatsächlich, ich lebe noch. Ich habe in einem Seminar für Führungskräfte von der BP darüber nachgedacht, wie kann ich diesen Menschen, psychofernen Menschen, diese vier Aspekte der Sprache und der Kommunikation darstellen und bin dann irgendwie fast beiläufig auf die Idee gekommen, ich mal so ein Quadrat. Aber dass das eine solche Zukunft haben würde, habe ich überhaupt nicht geahnt. Also eine Sache scheint zu sein, dass das Thema, dass die Zeit wirklich danach lechzte, das Thema irgendwie in den Griff zu bekommen. Kommunikation, das ist ja etwas nicht so Greifbares, etwas Atmosphärisches, etwas das Herz berührendes, etwas und dass da jetzt ein klares Handwerkszeug vorlag, dass man da vier Aspekte voneinander unterscheiden kann, das war vor allen Dingen für kognitiv veranlagte Männer eine große Hilfe, überhaupt einen Einstieg zu finden in dieses ganze Feld. Im Nachhinein würde ich sagen, in dem Modell steckte viel mehr drin, als ich zu seiner Geburtsstunde selbst geahnt habe. Nicht? So ein Modell entwickelt auch eine Eigendynamik und die Musik, die da drin spielt, mit den vier Schnäbeln und mit den vier Ohren, das ist alles erst später gekommen. Erst war nur das nackte Quadrat da. Die Musik, die darin spielt, in diesem Modell, die ist mir erst im Laufe der Zeit selber hörbar geworden. Also das Taschenbuch Miteinander reden, Band 1, 81. Der Rowohlt Verlag war zweifelnd, ob das gibt das wirklich ein Taschenbuch her. Da müssen wir eine Auflage von mindestens 5000 haben. Die waren also ganz zweifelnd. Und dass das jetzt 1,2 Millionen Auflage hat, ist natürlich eine Sensation. Aber das Taschenbuch hat's gemacht. Also das war dann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eine immer deutlich werdende Erkenntnis, dass wir Kommunikation nicht machen und optimieren können, ohne den inneren Menschen zu berücksichtigen. Das ist eine der großen Erkenntnisse meines Lebens und mit dem Modell des inneren Teams wurde die Sache jetzt auch für den Normalmenschen. Es laufen ja nicht nur Psychoanalytiker hier in diesem Lande herum. Für den normalen Menschen wird das greifbar und verstehbar. Durch die Visualisierung, durch die Anschaulichkeit zu sagen, ja, da ist ja auch eine Gruppendynamik in mir und da geht's auch manchmal hoch her. Genauso wie in den Teams, die ich vielleicht als Führungskraft zu leiten habe. Und in mir drin gibt es auch Außenseiter. Und in mir drin gibt es auch Konfliktparteien, die sich täglich an die Gurgel gehen und so weiter. Das war dann für mich eine solche Erleuchtung und ich habe richtig Spaß gehabt, dieses Buch zu schreiben, diesen dritten Band. Es ist herrlich, jetzt ein Coach zu sein und zu sagen, ich weiß die Lösung auch nicht, aber schauen wir mal, wer sich in Ihnen drin meldet zu diesem Problem, weil das sind Gestalten, die wollen dabei mindestens gehört, wenn nicht berücksichtigt sein. Das finde ich so einen wunderbaren Ansatz, der mich auch so wohlfühlen lässt in meiner Haut des Coaches, dass ich direkt ins Schwärmen gerate, wenn ich Ihnen jetzt davon spreche. Viele Dozenten, viele
Trainer sind erlebnisaktiv geworden, beziehen Kopf und Herz mit ein bei der Fortbildung, beziehen auch den Gedanken des Systems mit ein, sowohl das System im Menschen drin, als auch das System, von dem wir ein Teil sind. Und ich glaube, in den letzten Jahrzehnten ist tatsächlich das Reflexionsniveau enorm gewachsen. Also als ich angefangen habe, als Weiterbildner die Szene zu betreten, da gab es eigentlich zwei Typen von Fortbildung. Die eine war professionell orientiert, instrumentell, gibt mir Tools und Techniken und Tricks, dass ich mit guter Strategie und klarem Verstand meine Ziele erreichen kann. Und es gab die andere Szene, die den inneren Menschen, die Therapieszene, Selbsterfahrung, Therapie, TZI, Gestalttherapie und so weiter, die das Wachstum des Menschen, insbesondere des inneren Menschen, im Auge hatte. Das gab es beides schon. Aber die hatten wenig miteinander zu tun und wenig Berührungspunkte. Im Gegenteil, die haben sich gegenseitig ein bisschen verteufelt. Ja, das sind ja die erfolgsorientierten Macher, ohne Herzensbildung und ohne innere Entwicklung, Betonköpfe, aber im höchsten Stil, ja, das sind ja die versponnenen Nabelschau-Esoteriker, die sozusagen kein Bein in die Tür kriegen in dieser Welt, aber sehr differenziert ihre Gefühle ausdrücken können und um ihre Gefühle ein Denkmal bauen. Da war wenig Berührung und eine gegenseitige Verteufelung. Und da das beides nun aber zusammengehört und da sich diese beiden Bereiche als Ergänzungspartner verstehen sollten, war es mein Anliegen, diesen Gedanken der professionellen Entwicklung und der inneren Menschlichkeitsentwicklung zusammenzuführen. Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige in der Branche, der diese Fahne der Zusammenführung hochhält. Das ist allgemein ein Trend gewesen jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten.